Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Januar, der 2. Januar, 18:30 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein frohes Neues und ich fange die Reihe der Clips heute hier und jetzt an mit einem Einzelwert, mit dem ich relativ viel Glück hatte letztes Jahr. Immer mal wieder vom 10% gestiegen oder auch gefallen, und zwar mit E.ON. Vor euch liegt der Chart seit 2008. Den zeige ich deswegen und auch nicht auf Wochensicht, sondern auf Tagessicht. Eine Kerze, ein Tag. Damit ihr seht, was das hier für ein Trend ist. Und um den geht es hier in diesem Clip. Der kommt also oben von rund 50, ja, seit 2008. Tja, und die waren ja im Tief, richtig tief. So, jetzt gehe ich mal hier näher ran. E.ON war heute, hier am Mittwoch, am ersten Handelstag in diesem Jahr, der beste Wert. Und ich habe mich gefragt, warum das heute so ist. Es gibt ja hier im TraderFox auch die Möglichkeit, sich die Nachrichten alle anzeigen zu lassen, zum Beispiel hier über diese Infobox. Und die Nachricht, die überall jetzt mal rumgereicht wurde, kam am 1.1. so abends um 0 Uhr. Marshall Wallets liegt Rückwärtsgang bei ein. Die sind also short und haben also ihre Position ein wenig reduziert. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das der Grund dafür ist. Das weiß ich nicht. Diese Position ist nicht so gewaltig, als ob die hier nennenswert den Markt bewegt. Aber wie dem auch sei, es gibt momentan keine schlechten Nachrichten hier für E.ON. Es stehen aber auch keine Termine bevor. Der nächste ist hier am 13.3. der Jahresabschluss. Vor dem Hintergrund glaube ich einfach, die sind in der letzten Woche, sind die hier heftigst verprügelt worden, von der 8,90 runter unter die 8,50. Ich denke, das ist einfach eine Gegenbewegung. Ich mache das mal ein bisschen größer noch, damit man es besser sieht. Was wir heute hier am Mittwoch mit dieser Bewegung gemacht haben, wir haben jetzt hier so eine Art Low ausgebildet, hier war noch ein Hammer, das haben wir ausgebildet und wir sind jetzt hier wieder ziemlich genau in die 10- und 20-Tage-Linie ran. Aber jetzt kommt langsam dieser Trend hier zum Greifen nah wieder. Ja, der war hier schon mal, da auch noch mal und wir hatten den vor rund 3 Wochen auch schon mal gesehen. Ich mache mal das Fadenkreuz rein, dass man das besser sieht. Und ich tendiere dazu zu sagen, dass wir, wenn wir hier die 10- und 20-Tage-Linie überboten haben, direkt dahinter liegt die 200-Tage-Linie. Es sammeln sich also ganz viele wichtige Punkte meines Erachtens nach jetzt hier zwischen 8,5 und 9,30. Diesen Alarm zum Beispiel, den habe ich mir gelegt bei 9,28. Wenn wir das hier rausnehmen, überbieten wir nicht diesen Dreifach, nicht nur dieses Dreifach-Top hier, sondern wir überbieten dann auch, soll der Schlusskurs denn da oben sein, diesen langen, ja, was ist das dann jetzt, ein 11-Jahres-Downtrend auch. Ne? Und dann ist der nächste Widerstand erstmal die 10. Und die E.ON, wie gesagt, das war das große Glück im letzten Jahr, die gehen immer mal innerhalb von ein, zwei Tagen ganz locker 10% nach oben, aber auch nach unten. Für nach unten habe ich jetzt hier als erste Unterstützung den Bereich um die 8,20, 25 und als nächsten habe ich hier den knapp unter der 8. Ich hole das mal ein bisschen weiter rein, dass Sie das besser sehen, was das für ein Bereich ist. Dieser Bereich um die 8 ist also jetzt erstmal ein Doppelboden von hier und den haben wir hier fast nochmal gesehen um die 8,20. Die Technik, jetzt muss ich wieder ein bisschen vorspulen. Die Technik stabilisiert sich hier über das MACD, gefällt mir gut. Und auch der Oszillator dreht auf sehr tiefem Niveau nach unten. Das sind für mich, handel das, was du siehst und nicht, was du glaubst, sind für mich recht gute Signale. Natürlich waren die letzten Tage, insbesondere in Amerika, ziemlich heftig. Ja, kann man nicht von der Hand weisen, es ist also sehr viel Verwirrung dabei. Aber ich muss das mal außen vor lassen und die E.ON als solitär sehen. Heißt für mich, wenn die E.ON den Bereich über die 9,30 verlassen, 9,35, 9,40 und da schließen, sind die für mich frei locker bis 10, wenn nicht sogar gleich 10,5. Deswegen habe ich mir hier diesen Alarm gesetzt und ich tendiere zu folgenden Optionen. Das eine ist von der UniCredit ein K.O.-Schein mit der Basis 8,35. Da sind wir also hier ein bisschen drunter, unter dem letzten Low. Ja. Wobei das noch ein bisschen wackelig ist. Das gibt einen Hebel von 16,08 momentan. Wird auch hier gerechnet 58 zu 61 Cent. Jetzt im Moment hier. Zeitlich unlimitiert, also ein Open-End-Schein mit der Kennnummer HX50RD. Wem das zu nah ist und das Ding kommt dann erst ins Spiel, wenn wir wirklich hier drüber gehen, ja, also viel näher kann ich nicht rangehen, der müsste sich dann einen suchen, der hier unter der 8,25 liegt.
Ja, und dann haben wir sowas hier zum Beispiel. Aber der ist zeitlich limitiert. Ich präferiere dann immer ganz gern sowas. Das ist ein 8,12er. Das ist immer noch ein 11,5er Hebel. Und das ist die HX0 T1B von der UniCredit. HX0 T1B. 8,12er Basis. Der liegt also hier noch drunter. Wer ein bisschen ungeduldig ist, und das kann ich verstehen, der kann ja schon mal was machen, aber dann bitte nur ein Fünftel, weil das Signal hier fehlt noch. Das Signal entsteht hier in dem Moment. Ganz ehrlich, nach unten möchte ich momentan, insbesondere wenn ich weiß, dass hier dieser Dreifachboden oder bald Dreifachboden ist, ich gebe dem nach unten nicht so viel Risiko. Also das, ich finde, die stabilisieren sich hier langsam schon über eine längere Zeitperiode. Seit Anfang letzten Juni sind die hier um die 8 wie fest gemauert. Was Marshall Wallace da macht, ist mir wirklich egal. Aber ich persönlich warte noch, bis wir hier drüber sind, bis dieser Alarm ausgelöst wird und dann gucke ich mir das an. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.